Was haben wir hier noch? Starke Ermächtigung? Das sind nur die Ermächtigungssachen, ja. Beschwört ein Skelett, das für den Sänger kämpft. Ja, von mir aus. Das klingt nicht schlecht. Und das verbessern wir mal. You need something. So, das heißt, wir müssen das Lied mal wieder bearbeiten. Was haben wir da gerade drin? 12% des verursachten Schaden werden als Heilung zurückerlangt. Das ist nicht schlecht. Ja, packen wir das noch mit rein. Und dann haben wir halt 4 Strophen. Aber das ist nicht schlecht. Was passiert eigentlich, wenn ich nochmal... Ah ja, so kann ich Sachen wiederholen. Dass die zuerst kommen, bevor andere Sachen kommen. Ja, aber nee, so ist es gut. Yes, Captain. Naturally. Okay, der Adraklotz war doch schneller zu besiegen, als ich gedacht habe. Da liegt übrigens noch einer, aber der ist zum Glück tot. Also in Anführungszeichen, wenn sowas tot sein kann. Ja. Dann gehen wir mal rein. Die Patina auf diesem Eingang spricht Bände über sein Alter. Er war lange Zeit der Witterung ausgesetzt. Trotz ihres verkümmerten Zustands steht die Kupferne Tür schwer und undurchdringlich als Schutz der Kammer da. Die Schwerkraft drückt die Platte dicht an den Stein. Den kupfernen Musuma-Muschelschlüssel hineinstecken. Die Tür genau untersuchen. Alte Spuren in der Form von Fingern lassen vermuten, dass die englitalischen Titanen einst stark genug waren, die Türen anzuheben. Von hier aus ist es schwer zu beurteilen, ob der Schließmechanismus der Tür früher einmal von etwas anderem kontrolliert wurde. Im unendlichen Stein findest du ein Loch, das dieselbe Spiralform aufweist wie der Schlüssel, den du auf Tikawara gefunden hast. Außerdem entdeckst du Abschürfungen unter der Tür, ein Zeichen dafür, dass jemand eine Stange benutzt hat, um es aufzubrechen. Die Beschädigung des Steins sieht frisch aus. Falls es jemand hineingeschafft haben sollte, hat sich die Tür schon lange hinter ihm oder ihr geschlossen. Gehen wir mal kurz weg. Also erstmal hat sich da was getan. Eine schwere Tür versperrt den Eingang zur Wüstenruine. Bevor ich sie weiter erkunden kann, muss ich erst einen Weg finden. Ich habe da einen Questgegenstand, einen Muschel. Ja, den habe ich hier. Aber wo habe ich den denn hier gekriegt? Kann ich mich schon fast nicht mehr erinnern. Und du hast schon einen Wirkungsbereichsschlüssel, also kann der gerade mal weg. Ring. Ja, den Schlüssel hineinstecken. Nachdem du den Sand weggewischt hast, der das Loch blockierte, passt die Musuma-Muschel perfekt in das Loch. Du drehst die Muschel nach rechts. Der vorläufige Widerstand, dem du deine Drehbewegung entgegensetzt, lässt schnell nach und verwandelt sich in ein Geräusch von Zahnrädern, die hinter dem Stein arbeiten. Die Tür erhebt sich langsam. Ach, zur Öffnung drückt nur eine Bisse muffeliger Luft und etwas anderes. Ein Gefühl, das von der tiefen Finsternis ausgeht und dir jedes Haar einzeln zu Berge stehen lässt. Ey, wir betreten ein Grab. Hoffentlich nicht unser Grab. Und hey, wir sind mal vor Eotas hier. Ob das jetzt schön ist, ist eine andere Geschichte. Ishii, quiet time. Ishii Quiet Time. Ja, das ist auch lustig. Eine dünne Schicht aus Sand und Staub hat sich auf diese Kisten gelegt. Weihrauch, Trank der Elementarverteidigung, Jeffner, Werkzeuge, okay. Wäre nett, wenn die Valianer all diese Fallen für uns entschärfen würden. Wandbild.
Als du an den vegetarischen Silhouetten auf diesem Wandbild entlang wanderst, erkennst du etwas, das wie Juana aussieht. Ein paar Muscheln. Oh. Leuchtender Wiedergänger und natürlich... Ah, Skarabäen. So, noch den Käfer weg. Und ja, ich habe so das Gefühl, dieser Dungeon hat wieder mal mehrere Ebenen. Oh, da ist mein Skelett. Kühle Luft dringt durch den Riss im Boden. Die äußere Mauer dieses Raums scheint unter dem Sand und Geröll nachgegeben und sich gewölbt zu haben. Eyes open. Okay, noch mehr Zeug. Böller, Monster des Todesfeuerarchipels. Da haben wir wohl die Spitze unseres leuchtenden Adras. I'm here. I'd be glad to. Unfortunate. Let us not repeat history. Zum Glück kann ich die Fallen noch entschärfen, wenn ich sie nicht entdeckt sind, weil ich sie einfach selber sehe. I heard you give me the order. What did you find, Ishii? Ah, ich lass mal trotzdem Maya lang gehen. Au. Ishii, quiet time. Zum Glück hat das keine Wunde hinterlassen, aber die Falle ausgelöst. At once. Your orders. Oh, und hier ist ein Versteck, okay. Auf dem Wandbild siehst du an und den Vitaner. Auf dem Wandbild sind Juan und den Vitaner zu sehen, die sich vor einer blauen Flamme versammelt haben. Der Typ da, den hat's übel erwischt. What can I do? I'd be glad to. Dieser dieses krokodilartige Götterbild kommt dir nicht bekannt vor. Die Juana-Schnitzereien auf der Schale implizieren, dass sie einst verehrt wurde. Aha. Freya Chiora. Was ist das? Irgendwie tanische Armschienen. Resistenz gegen Gewandtheitswirkungen. Idee. Hast du schon Armschienen? Ja, hast du. Palegina hat auch welche. Dann nehme ich die doch gerne. Ach ja, das wollte ich behalten, falls ich meine Entschlossenheit brauche. So, wenn das hier schon das Adra ist. Ach so, nur eine Erinnerung wieder mal, hä? Du hast sie geschubst. Merla, she came after me. Merla, sie hat mich verfolgt. Okay. Da hinten sieht auch noch was nach Adra aus. Die lodernden Flammen der Kohlefahne leuchten hell, aber sie strahlen keine Hitze ab.
Also magisches Feuer. Der Skelettzauberer, der muss schnell weg. So, jetzt noch den Skarabäus-Käfer töten. Yeah. Eine gute Robe. Und ein Zauberbuch mal wieder. Still is a pond. Okay. Ah. Lilanes Adralicht. Even in this state, it is easy to see why Luminous Adra is so prized. Ja. Eine andere Säule erstreckt sich durch die Ruinen nach unten. Ich habe die Spitze gefunden, werde ich mich aber nach unten begeben müssen, um den Rest zu sehen. Das ist also die wahre Adra-Säule. Es hätte auch das Teil sein können, das halt nur die kleine Spitze, also das oberste Teil, durchdrückt. Ah, Schriftrollen. Moana werfen sich vor der blauen Flamme nieder. Okay. Gehen wir mal nach unten. Oh. Anybody got a chisel and some wheelbarrows? Hat irgendwie eine Meißel und ein paar Schubkarren dabei? Irgendetwas hat den Adra korrumpiert. Es wird schlimmer, je weiter ich nach unten steige. Der leuchtende Adra scheint infiziert zu sein, denn je weiter man ihn nach unten sieht, desto dunkler wird seine Färbung. Oh, da ist mal wieder einer und... Oh, das sieht nicht sehr toll für den armen Kerl aus. Ist das Blut? Was hast du getan? Ich habe ihn so vorgefunden. Warum hast du deine Klinge gezogen? Du bist verrückt. Bleib zurück. Hm. Pococuara Expeditionstagebuch. Auf der Innenseite des Lederbandes dieses Logbuchs ist der Vermerk Eigentum der Valianischen Handelsgesellschaft eingeprägt. Die meisten Seiten sind dunkelbraun und steif, befleckt von irgendeinem dunklen, aromatischen Getränk. Ein paar Seiten am Ende sind herausgerissen worden. Wir machten uns bei Tagesanbruch unter Befehl von Gouverneur Alvarik auf den Weg. Ihr waren Gerüchte über leuchtenden Adra an einem Ort namens Pococuara zu uns gekommen. Leider ist dieses Pococuara angeblich von Stürmen umgeben und auf keiner unserer Karten verzeichnet. Aber uns wurde gesagt, dass die Einheimischen in Tikavare uns helfen könnten. 20. Präaton. Ich hatte zwar schon Geschichten über die blutige Begegnung mit Guana-Stimmen gehört, aber Häuptling Guana und der Stamm der Tikavare hießen uns herzlich willkommen. Sie haben uns großzügig zu essen... Sie gaben uns großzügig zu essen und zeichneten Pokuara auf unserer Karte ein. Der Häuptling scheint zu glauben, dass die Stürme magischen Ursprungs sogar oder gar der Wille der Götter seien. Ich halte an der Hoffnung fest, dass sie aufgehalten werden könnten. 2. Majauton. Wir sind an diesem Morgen nach Pokuara aufgebrochen. Vector war zwar nicht glücklich, darüber zurückgelassen zu werden, aber er war nicht reisefähig und besser verlor schon die Geduld. Kein rautaisches Schiff seit der Abreise aus Nikataka zu sehen, aber sie hat noch immer Angst, dass sie uns zuvorkommen könnten.
Fünfter Majauton. Die Stimme gehört zu den schlimmsten, die ich je gesehen habe, aber wir haben es geschafft. Wir haben unser Lager bei den Klippen aufgeschlagen und freuen uns alle schon auf die Erkundung der Ruinen. Da drin wird es wenigstens trocken sein. Siebter Majauton. Heute haben wir Gian und Olara verloren. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas an diesem Ort stimmt nicht. Die anderen können es auffühlen. Die Wandmalereien hier sind unglaublich. Sie sind der Beweis, dass die Invitaner vor 2000 Jahren auf die alten Huana gestoßen sind. Vielleicht haben sie sogar diesen Ort hier erbaut. Ich versuche immer wieder, dies Besa zu erklären, aber sie hört einfach nicht zu. Wir haben die Spitze der Adra-Ader gefunden. Der Adra leuchtet, aber Besa sagt, dass wir tiefer gehen müssen.